Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Wo ich die Uzzis gefunden habe, habt ihr ja schon im vorherigen Video gesehen. Und ich habe... ich war gerade etwas verwirrt. Ich habe den zweiten Ankh gefunden. Ich hatte ihn einfach nur übersehen. Was mich ziemlich verwundert, aber so bin ich halt. Fügen wir den Ankh hier ein. Noch passiert nichts. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich verdammt sauer. Deshalb nehmt es mir nicht übel, dass ich jetzt ein bisschen sehr vorsichtig vielleicht bin. Weil ich sonst jede Menge neu machen muss. Der Ankh. Und was passiert jetzt? Die Tür öffnet sich. Okay, heißt, es geht runter. Ich habe auf dem Rückweg auf die Pyramide drauf einen Weg entdeckt, durch den man ziemlich schnell hochkommt. Also sollte man auch ziemlich schnell runterkommen. Wobei der schnellste Weg nach unten ja immer noch Kopfsprung ist. Kopfüber runterspringen halt. Aber den werde ich nicht nehmen. Nein, danke. Ich weiß jetzt gar nicht, ob... Aber ich komme sonst nicht runter. Lara, tu mir einfach den Gefallen und halt dich fest. Danke. Geht doch. Och nö. Ah, tatsächlich nicht verletzt worden. Was war das? Der Weg, den ich meinte, liegt hier. Also er liegt dort nicht, er befindet sich dort. Und zwar hier runter. Ganz ruhig. Du bist nur direkt neben dieser hässlichen Fratze, vor der du so viel Angst hast, Marco. Nichts Besonderes. Okay. Wie der Bart einfach ein- und ausgeblendet wird. Naja, Nostalgie. Ja, Kameramann, hast du Angst vor mir oder warum haust du ab? Erklär mir das bitte. Oh ja, genau. Verwirre mich, indem du so nah wie möglich an mich rangehst. Das sieht tief aus. Yippie! Was zur Hölle? Das hier habe ich überhaupt nicht in Erinnerung. Okay. Okay. Wir können Luft holen. Ja, gut. Speichern! 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 Okay, ich glaube, das Spiel weiß, was gemeint ist. Och nö, das hier ist nicht... Oh nein. Oh nein. Speichern. Und ich dachte, ich wäre am Ende des Levels. Aber ich bin mit dem Level lediglich am Ende. Oder dank des Levels am Ende. Hier speichere ich und wir sehen uns sofort wieder. Und weiter kann's gehen. Was wir da unten gesehen haben, oder warte, wir sollten erstmal hier hinlaufen. Oh ja, gibt ja auch so viel hinzulaufen. Ach, dann halt nach unten. Was wir dort unten gesehen haben, waren jede Menge Pyramiden. Swings, zwei weitere Swings. Und hier liegt Schrotflintenmunition. Ich habe da auch noch Uzi-Munition gesehen. Kann ich hier jetzt endlich verwenden? Keine Krokodile in der Nähe? Nein, gut so. Uzi, wo bist du? Danke, da bist du ja. Ich bedanke mich da bei dir dafür, dass du existierst. Jetzt wird's langsam jämmerlich. Hier geht's runter, aber hier ist nichts. Alles klar. Es wird immer verwirrender, wenn plötzlich Wände fehlen. So, erstmal wieder hoch. Erstmal wieder hoch. Ein bisschen Luft tanken. Was erstaunlich schnell geht. Und wieder runter. Lara Crofts Unterwasserwelt. Die neueste Attraktion von... Was weiß ich. Hebel. Hebel. Also, beziehungsweise, ja. Schäbel oder Halter halt. Was auch immer es sein soll. Aber das war... Den können wir erst betätigen, wenn der Wasserstand tiefer ist. Hier unten gibt es dann nichts, nein, okay. Ist ja alles toll und so, aber halt nicht toll. Wieder hoch! Ich denke auch, dass wahrscheinlich der erste Schalter, um den Wasserstand zu ändern,
denn ein solches Rätsel ist das hier wahrscheinlich, ganz oben sein wird. Über Wasser sozusagen. Das da ist übrigens Wasser. Wasser hat die Eigenschaft, flüssig zu sein. Und man ersäuft auch gerne drin, wenn man nicht schnell genug an der Decke ist, was ich gerade hoffe. Und boah! Das war knapp. Eigentlich war es nicht knapp, aber dadurch, dass ich so schnell geredet habe, habe ich den Eindruck vermittelt. Weil ich dachte, das wäre irgendwie toll oder so. Was? So. Anscheinend muss ja der Hebel woanders sein. Hier ist überhaupt nichts. Der Raum ist mir persönlich jetzt ein bisschen zu groß. Bisher gab es in diesem Level ja wirklich nur zwei riesige Räume, an denen ich irgendwie schon seit einer Stunde dran bin oder so. Hier unten? Nein. Wow, die Suche kann weitergehen. Eine endlose Suche nach einem einfachen Schalter. Nicht nach einem zweifachen Schalter. Beziehungsweise Hebel. Haha, da ist doch was. Ja, eine verschlossene Tür. Danke, danke für deine wertvolle Unterstützung. Irgendwo sonst etwas? Ich sehe hier nichts. Die Sichtweite macht es mir aber auch nicht gerade einfacher. So, jetzt bin ich ungefähr auf dem Luftstand von eben wieder. Aber hier hatte ich eben nicht genau geguckt und jetzt muss ich merken, dass hier ja auch nichts ist. Also wieder hoch. Wie einfach ganze Teile von dem Teil ausgeblendet werden. So. Jetzt mal mit Ruhe und Geduld. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe. Okay. Also hier ist kein Weg nach oben. Das kann ich vergessen. Genau. Das tat mir im Rücken weh. Egal. Hier unten war jetzt auch nichts. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo ich herkam. Und es möchte mir auch keiner sagen. Schade, dass nicht gerade ein netter, was weiß ich, Hai vorbeischwimmt und den ich fragen kann nach dem Weg, den ich nach dem Weg fragen kann. Naja. Sind halt nicht so gastfreundlich hier. Hätte ich mir bei den ganzen Stacheln und tödlichen Fallen eigentlich denken können. Ich merke gerade, dass ich sinnlose und sinnbefreite Monologe führe. Weil ich einfach verzweifelt auf der Suche nach einem Hebel bin, der einfach nicht existiert. Oder vielleicht doch existiert, aber ich weiß es ja nicht, weil ich ihn nicht gefunden habe. Ja, ich bin kurz davor zu sagen, wir sehen uns gleich wieder. Nein, hier ist wirklich nichts. Ah, es ist so ermüdend. Lara, ich hasse dich. Ich drehe dich jetzt im Kreis. Wenn du an der Wasseroberfläche bist, dann musst du kotzen. Ah. Wisst ihr was? Wir sehen uns wieder, wenn ich den Hebel gefunden habe.